Guten Morgen. Ich möchte euch heute mal meine grundsätzliche Lebensbasis vorstellen. Denn umso größer der Kanal wird, umso wichtiger ist es, eine klare Linie zwischen Begriffen zu ziehen. Ich habe jetzt bei der Durchsicht meiner Videos festgestellt, dass ich selber oft viel zu lax damit umgegangen bin. Das kann man in Gesprächen machen, wo man ja andere beobachten kann und damit schaut, ob der Gegenüber das verstanden hat, was man selber ausdrücken möchte. Aber bei den Videos muss ich mir eine einheitlichere und konzentriertere Aussprache angewöhnen. In dem Kontext möchte ich euch die für mich die Lebensbasis entscheiden, für die ich mich entschieden habe, mit den genauen Begriffen. Ihr erinnert euch, ich empfehle jedem von euch, eine eigene Basis zu finden und aufzuschreiben, auf der ihr agiert, wie ihr euer Leben einordnet. Eine Basis in eurem Leben schafft eine Stabilität und eine Sicherheit, von der ihr ausgehend agieren könnt. Beziehungsweise ist das der kleinstmögliche Nenner, auf den ihr immer wieder zurückkehrt und die Welt dann neu entdecken könnt. Zum Beispiel nach einer Krankheit, wie es jetzt bei mir der Fall gewesen ist. Die Basis kann natürlich einfach durch Übernehmen der grundsätzlichen Regeln eurer Religion, eurer Eltern oder eures Mentors sein. Aber auch hier empfehle ich euch, ruhig mal die Mühe zu machen, euer Leben zu rekapitulieren und alle Erfahrungen, die ihr gemacht habt, in einen Topf zu schmeißen und daraus dann eine Basis zu generieren. Meine Basis ist ein duales Konstrukt der Existenz, wo eine real ist und die andere künstlich erschaffen. Beide Existenzen haben ihren Platz in meinem Leben und sind miteinander in einer ganz klaren Art und Weise verknüpft, sodass ich in jedem Zeitpunkt meines Lebens ganz deutlich sagen kann, welche Form der Existenz ich lebe. Aber erstmal grundsätzlich zu den beiden Ebenen. Die eine, die reale Existenz, das ist die Seinsebene, die grundsätzliche Wahrheit darstellt. Diese Wahrheit kann man zwar erfahren, aber es bleiben keine Zweifel offen, dass dies die Wahrheit ist. Aber sie ist durchaus anspruchsvoll in den mitteleuropäischen Alltag zu integrieren. Aber es ist auch nicht notwendig, dieses zwangsweise immer zu integrieren, weil die Wahrheit sowieso allgegenwärtig ist. Das heißt, die Integration ist gar nicht notwendig, denn die Wahrheit ist die Wahrheit und die Wahrheit ist da. Denn es ist auch egal, was du tust, es ändert nichts an dieser Wahrheit. Weil die Wahrheit ist die Wahrheit. Diese Wahrheit, also die reale Existenz, ist assoziiert mit dem Bewusstsein. Und jetzt wirklich drauf achten, Bewusstsein. Ich werde es nämlich nochmal abgrenzen von Bewusstheit. Bewusstsein. Bewusstsein existiert losgelöst von dem, was wir als Ich bezeichnen. Es gibt nur ein Bewusstsein, ein generelles Bewusstsein. Es gibt nicht mein Bewusstsein. Es gibt nur ein Bewusstsein. Und man kann dieses Bewusstsein nicht besitzen, sondern man ist es. Wir befinden uns auf der realen Ebene, auf der Seinsebene. Das ist die reale Existenz. Und dann gibt es die Existenz, das ist die zweite Ebene meines Lebens, die ich künstlich nenne. Obwohl sie von einem lebenden Wesen, wie jetzt mir, geschaffen wurde. Aber ich nenne sie einfach mal künstlich, um das besser von meiner Basis klarer umreißen zu können. Denn nur darum geht es, wenn ihr euch eine Basis schafft. Ihr sollt nicht mit anderen um richtig oder falsch diskutieren oder welche Basis die bessere ist, sondern ihr sollt ausgehend von euren Erfahrungen für euch eine stabile Grundlage eures Lebens schaffen. Unabhängig davon, wie sie objektiv bewertet wird. Es ist wichtig, dass ihr für euch eine ganz klare Basis schafft, mit der ihr zufrieden seid. Ja? Meine Basis, wie gesagt, duale Existenz. Die eine Existenz ist die reale Existenz und die zweite Existenz ist die künstliche Existenz. Also diese zweite Existenz, die künstliche, ist das Denken. Also nochmal, die erste das Sein und die zweite das Denken. Einfache Begriffe. Mit dem Denken ist Bewusstheit assoziiert. Das bedeutet, ich bin mir darüber bewusst, was ich tue und warum ich es tue. Diese Sachen sind jederzeit rekapitulierbar und begründbar und folgen einer gewissen Logik, die wir mit unserem Denken verstehen. Diese beiden Existenzen bilden für mich die Grundlage meines Lebens. Und wie funktioniert das praktisch? Ich wähle jederzeit die Situation, ja, angemessen, ne,
welcher Art der Existenz den meisten Sinn ergibt für mich zu leben in diesem Moment. Entweder die reale Existenz oder die künstliche Existenz. Beispiele für das Verweilen in der realen Existenz, also einem gedankenlosen Raum des Bewusstseins, das sind Situationen, wo meine Gedanken durch Konditionierung fühlbares Leid für mich bedeuten würden, was aber in der Situation im Endeffekt dann gar keinen Sinn macht, da Leid nicht real existiert, also wirklich real existiert. Da ich aber wahrgenommen sehr wohl real darunter leide, also wahrgenommen real darunter leide, wähle ich dann eben diese Existenz der reinen Wahrheit, des Bewusstseins aus meinem Existenzenportfolio. Bis hierhin klar. Zwei Existenzen, einmal das Denken, einmal das Sein. Zugriff auf das Sein, wenn der Zugriff auf das Denken wahrgenommenes Leid bedeuten würde. Und wann ist nun der Zugriff auf das Denken? In jedem anderen Fall. Warum überhaupt Zugriff auf das Denken? Warum nicht komplett in der Wahrheit leben? Also der realen Wahrheit. Wenn man das, ich bezeichne das einfach mal als Glück, gehabt hat, die Wahrheit bereits erkannt zu haben, weil einige sind ja noch nicht an dem Punkt, dass sie die Wahrheit erkannt haben. Aber ist auch nicht notwendig erstmal, das ist jetzt ja nur meine Basis, damit ihr wisst, wovon ich rede. Und das ist eine gute Frage, warum nicht in der Wahrheit leben? Und eben der Kernpunkt, was meine Basis eben so individuell macht. Genauso warum eure Basis auch sehr individuell sein sollte. Denn nur die Individualität der Basis garantiert die Maximierung der persönlichen Lebensnutzenfunktion. Und das bedeutet eben nun für mich konkret, dass ich die simple Erkenntnis hatte, dass das Leben ewig ist. Also das reale Leben, der universelle Kreislauf, das Bewusstsein. Mein persönlich durch mein Denken kreiertes Leben ist aber sehr wohl begrenzt und damit auch das Denken und die Bewusstheit. Warum also in Phasen, wo ich kein Leid durch das Denken erfahre, nicht damit ein wenig rumspielen? Ich sage das absichtlich so despektierlich, damit nicht der Eindruck erweckt wird, dass das Denken in irgendeiner Form etwas von großer Bedeutung ist. Es ist nur ein Werkzeug, mit dem wir unser Leben ordnen und in für uns durch Logik reproduzierbare Formen packen. Das ist meine Basis des Lebens und sie maximiert meine persönliche Lebensnutzenfunktion. Und das ist alles, was sie soll. Ich kann zum Beispiel schwer nachvollziehen, warum Menschen, die die Wahrheit ebenfalls erkannt haben, nur noch dieses wahrhaftige Leben leben wollen, wie in diversen Religionen das angestrebt wird. Das macht für mich nur dann Sinn, wenn sie die reale Existenz nicht beliebig an- und ausschalten können. Quasi als Schutz vor dem eigenen Denken. Aber genau deshalb ist es so wichtig, auf beiden Ebenen Meisterschaft zu erlangen. Wenn man partout keinen Zugang zur Wahrheit findet, dann muss man eben versuchen, alleine mit seinem Denken und der Bewusstheit quasi sein Leid weitestgehend zu minimieren oder seinen Nutzen zu maximieren, mal positiv ausgedrückt. Und wenn man auf der denkenden Ebene dauerhaft unzufrieden ist, dann sollte man versuchen eben die Wahrheit zu finden, also die reale Existenz. Ich bin zwar aus meiner persönlichen Erfahrung der Meinung, dass man das nicht forcieren kann, aber es gibt sehr sehr viele Menschen, die andere Meinung sind und who knows, vielleicht haben sie recht. Das ist jetzt wirklich nur meine individuelle Basis, die ich euch vorstellen wollte. Natürlich könnt ihr die Grundkonstruktion des Seins und des Denkens, dieser Dualität auch nutzen und ja, für euch mit integrieren. Aber eure Basis kann auch kann eine ganz andere Grundlage haben. Sie muss nicht auf dem Sein fußen oder auf dem Denken, was grundsätzlich. Sie kann auf Emotionen fußen. Wenn ihr zum Beispiel jetzt nur denkend unterwegs seid, dann lasst auch mal komplett diese ganze Spiritualität außen vor. Es deprimiert dann nur, wenn andere von ihren Erleuchtungserfahrungen oder von ihren Erwachen reden und die einzige Erleuchtung, die man selber spürt, ist ja die morgendliche Wachlichtlampe von Philips. Na, also genauso lasst das komplette Denken weg, wenn ihr schon die Wahrheit erkannt habt und verbalisiert die Basis nicht in Worten, sondern in einem Grundgefühl. Ne? Denn ihr einfach folgt dem Grundgefühl, ohne dass ihr das
gedanklich rekapituliert. Wie auch immer, aber wenn ihr euch eine Basis schafft, dann macht ihr euch euer Leben leichter, und ich wollte euch insbesondere mit den Begriffen Bewusstheit und Bewusstsein und die klare Abgrenzung voneinander heute euch mal meine Basis vorstellen, und dass ich auch in Zukunft wirklich darauf achten möchte, wenn ich von Bewusstsein rede, was das ist, und von Bewusstheit. Das habe ich in der Vergangenheit vernachlässigt. Deshalb auch heute das Video. Ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.